So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. Wir fahren wieder IB, International B-Lizenz weiter. Ach, ich hab's immer noch nicht gemacht. 10 Minuten Rennen, kommen wir auf eine 30 Minuten Folge. Da habe ich jetzt Bock drauf, GT-Meisterschaft. 125er. Kann man den Kisten was verändern? Die Aufhängung kann man ändern. Das Getriebe. Aber das war's auch. Machen wir das. Das ist lustig. Da habe ich jetzt echt Lust drauf. GT Meisterschaft Kart. 1, 2, 5. Kart Space 1. Ich glaube nicht, dass man hier 120 km/h schafft. Ich weiß es echt nicht. Ich riskiere es und setze es auf 100. No risk, no fun. Mit Fehlstartprüfung. Boah, ist die Beschleunigung jetzt krass. Ach scheiße, das ist ja nicht der Shifter. Da kann ich ja viel mehr Gas geben. Ohne dass er quer kommt. Na ja, okay, das Getriebe ist falsch eingestellt. Also ich hätte da 110 locker geschafft. Scheibenkleister. Danke, dass du mich aufgefangen hast. Ich komme nicht dran. Wir haben ja noch wenig Zeit. Genau, ich würde auch an deiner Stelle eher bremsen und nicht mich attackieren. Zu der lässt sich noch voll einfach fahren, finde ich. Ich muss ja immer an den Shifter denken. Entschuldigung, an den Shifter denken. Wie wir das erste Mal diese Kisten gefahren sind. Du. Okay, wir schaffen das, wir gewinnen das, Leute. Ich weiß, wir können das noch schaffen. Das ist der erste. Anderthalb Runden haben wir noch. Tschüss.
Yes. Nicht gedacht, dass wir uns doch so anstrengen. Boah. Jetzt wird gleich... Ficken. Nicht im Ernst. Das ist jetzt ein schlechter Witz. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Beim besten Willen nicht. Scheibenkleister, Mann. Das ist jetzt blöd gelaufen. Oh Mann. Ich hätte jetzt auch locker gewinnen können. Warum nicht? Weil ich mich da nochmal in der Wand hängen lass, bleib, tu, mach. Gott, Gott. Ich stand als Achter. Seit wann denn das? Also davor ging das Kader aber besser. Für die Strecke ist 110, glaube ich, perfekt. So, ist es zu langsam? Da traue ich mich nicht zu lenken. Die 120 sind schon fast zu schnell. Kommt ihr her? Das Problem ist, das Ding hat absolut keinen Drehmoment unten raus. Wenn du da bei deinen 4.000-5.000 Umdrehungen hängst, da geht nichts. Erst so ab 8.9 fängt das Pressen an. Am 8.9. Monat fängt das Pressen an. Man kann sie jetzt nicht mehr raushauen. Das ist so zum Kotzen. Das ist schon wieder so typisch, oder? Jetzt rumpelt er mir da rein, mich dreht's gegen die Wand. Wie soll ich die jetzt bitte wieder einholen? Gehe ich dann wieder viel zu arges Risiko. Und dann klappt's nicht normal.
Oh, jetzt macht er innen zu. Boah, schaut es euch an! Boah. Was ein Kampf, was ein Kampf! Oh, 45.000 nur. Zum zweiten Race. Rennen 2 in der GT-Kart-Meisterschaft 125 auf Silverstone. Ich sag, da stellt man Getriebe höher ein. Nur gefühlsmäßig natürlich. Wird wahrscheinlich nicht stimmen. Wir werden total verkacken. Boah, bis der vorwärts kommt. Viel zu krass übersetzt. Oh Scheiße, das war so falsch, oder? Ich sollte es, glaube ich, lassen mit dem Getriebe einstellen, wenn du es davor nicht wirklich testen kannst. Mal schau es mal an. Die ziehen hier voll. Entschuldigung. Ich kürze ab, ist mir scheißegal. Anders habe ich keine Chance. Das wäre tödlich, wenn ich da aufs Grün komme. Okay, den kriegen wir jetzt halt aber in der Kurve da vorne normal. Weil wir kürzen hier wieder ab. Weil wir sind einfach nur doof. Ja, aber schau, du kannst hier so durchfahren, das zählt ja noch nicht als Abkürzen. Ah, jetzt entscheidet sich's. Kommt er ran oder kommt er nicht ran? Er kommt ran. Ah, jetzt haben wir unsere Geschwindigkeit. Wenn wir so über 120 sind, kannst die voll in die Tonne kloppen, die anderen. Entschuldigung, ich muss was trinken. Lecker Aktivschorle, um meine Aktivität zu steigern. Boah, tut mir mein Hals richtig weh. Jo, das dritte Rennen. Wie viel sind es insgesamt eigentlich? Boah, ich habe mein Mikro so weit weg vom Kopf, vom Mund. Mund ist am Kopf, ja, ich... So, ich stell's auf 100.
Wird schon klappen, oder? Boah. Alles unter Control. Everything's under control. Wir sind Vierter. Acht Runden. Und dann brauchen wir für eine 34 Sekunden. Dann dürfen wir es jetzt halt wohl locker unter 30 schaffen. Ah. Wie sieht's aus? Dürfen wir jetzt halt nochmal ran? Alter, ich komm nicht dran. Ich fahr einfach zu langsam. Das ist 4,7 Sekunden. Ich hab halt hier schon die 100 drauf. Und die beschleunigen noch 20 km/h mehr, denke ich. Jetzt sind wir dran wieder. Schön. Aber schau. Don't fuck with me. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass wir das noch schaffen können. Da la 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 la. Ups. Hab ich ein bisschen zu viel riskiert. Aber wir haben es gewinnt. Puh, hart. So, das heißt, wir haben 300 Punkte. Und der andere 200 irgendwas. 225, 210. Juhu! Drei Rennen gesummt. Heißt, wir haben gewinnt. Bekommen nochmal 60.000 extra. Natürlich die goldene Trophäe. Weil wir sind ein Goldjunge. Jo, haben wir's. Gibt's noch so? GT Ost, Ostmeisterschaft. Nee, es kommt ganz am Ende.
Ja gut, dann beenden wir den Part heute mal ein bisschen früher als gewohnt. Ich danke euch recht, recht herzlich fürs Zusehen. Morgen ist schon wieder Freitag. Also, Kopf hoch, wird schon klappen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.